Ja, ich bin heute als Mönch. Wir haben 30 Jahre Burgfestspiel, 30. Burgfestspielsaison. Und da gibt es den Namen der Rose und deshalb habe ich so ein Gewand an. Mit Gottes Segen. Und das sind zwar ein paar Regentropfen, aber das sind Freudentränen vom Herrgott, der sich so sehr auf den Bad Vilbler Markt freut. Nicht einschlafen dabei, gell? Always had to tell the truth, but never tell a lie. And when the day was done, we had to get to come back home. My dad would say, you don't go play until you're home. Bruno! Hey! Bist du mal wieder dabei? Thank you.
ja noch ein Kriegsmodell. Ja, ja. Der hat ja einen richtigen Schornstein. Ja, der hat doch keine Umweltplakette. Oh, das macht nichts. Auf dem Acker brauchen wir die nicht. Aus Kackenau. Alte Dame, ja. Alte Dame, ja. Eine alte Dame oder ein alter Herr? Ja, genau. Wenn Sie drauf sitzen, ist es eine alte Dame. Genau. Ja, Sie haben im Trockenen gesessen heute. Ja, hat er Glück gehabt. Glück gehabt. Plätze vorher reserviert. Der Mönch, die Königin. Geistlich Kleid. Hier oben. Was haben Sie denn für eine schöne Kette an? Das ist die Amtskette des englischen Bürgermeisters. In der Partnerstadt Glossop. In England. You told me it's massive gold. Yeah. Yeah. You look dangerous. Yes. I'm the bodyguard. I have bodyguards. You are bodyguard? Okay, I think you are protected well. From space? No, from Germany. From which city? When you reinkommst, gleich links. Left one. Yes, when you came. When you came in, left one. Then you We call it Washington. Was bedeutet das? Das ist der Barbie-Park. Ach so, keine Einladung. Der liebe Gott, zu dem ich natürlich besten Kontakt habe, der weint Freudentränen, dass endlich der Bad Vilbener Markt wieder da ist. Und ganz besonders unsere Stadtkapelle, die da so wirklich tapfer mitgemacht haben und hier auch noch weiter ihren Dienst verrichten. Die sind alle klatschnass, genauso wie der Bürgermeister. Im Namen der Rose wird inszeniert, das Bühnenbild als Kloster ausstaffiert. Und noch ein Jubiläum können wir begehen, wo Mönche in tragender Rolle stehen. Bei der 50-jährigen Kerbzug Kronau. Zwei Mönche zeigen eine große Schau. And greetings from Glossop in England. Thank you. Vorstellen. Ich bin die 14. Bad Vilbler Quellenkönigin Stefanie die Erste. Ich würde sagen, ich fange dann einfach mal an. Nee, Sie haben nicht gedacht, dass ich das jetzt wirklich mache, oder? Ich kann Sie doch nicht jetzt mit meinen Erlebnissen vom Bier abhalten. Okay.